Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich nehme euch eine Woche mit. Ich bin nämlich auf der Fashion Week in Berlin und ich freue mich schon so. Wir haben viel geplant. Es sind viele Sachen, die wir dort machen dürfen. Und ich bin gespannt darauf und freue mich, euch auch mitnehmen zu können. Heute ist Samstag. Morgen, also am Sonntag, fahre ich in der Früh los mit dem Zug. Die Hannah und die Michelle, zwei Bloggerinnen, falls ihr sie noch nicht kennt, fahren auch mit. Und ja, wir haben zusammen eine Wohnung. Ja, ich bin übrigens gerade am Packen. So sieht das gerade aus. Jetzt muss ich noch bügeln und noch so Kleinigkeiten einpacken. Sonnenbrillen, Schmuck und so Zeug. Erstmal meine Nägel machen gehen heute, weil der gestern abgefallen ist. Ich fliege gleich relativ zeitnah nach Berlin, nach Köln. Und dann rentiert es sich, wenn ich es jetzt schon mache, obwohl die halt noch nicht so mega schlimm aussehen, außer halt dieser Finger. Aber ja. So, ich bin zurück. Also ich bin jetzt eigentlich so gut wie fertig. Ich habe den ganzen Tag geparkt und ich dachte, ich wäre gut vorbereitet. Aber irgendwie hat sich das alles so gezogen. Ja, jetzt muss ich nur noch Shampoo einpacken. Naja, auf jeden Fall, so sehen jetzt meine Nägel aus. Ich habe sie wieder schwarz gemacht. Was heißt wieder? Also ich hatte ja davor rot, aber jetzt habe ich schwarz. Guten Morgen. Es ist jetzt 6.45 Uhr. Und ich werde jetzt mein Gleis suchen und danach Hannah und Michelle suchen. Und dann geht's ab nach Berlin. Ich habe jetzt die Hannah aufgesammelt, beziehungsweise wir haben uns getroffen. Und ja, hier steht unser Zug schon und wir warten dann noch die Michelle. Genau. Wo bist du? Oh mein Gott, wir sind, also die Hannah und Michelle sind gerade dabei, unsere weiteren Koffer hoch im dritten Stock in unsere Airbnb-Wohnung zu wollen. Das sind die steilsten Treppen, die ich je gesehen habe. Ich bin so fertig. Was ist drin? Oh, ich hab mal kurz. Oh, voll schön. Hier ist Hannas und meine Schuhe und Accessoire-Area. Hannas Seite, meine Seite, man sieht. Kleiner Unterschied. Hannah hat gefühlt 12.000 Paar Schuhe dabei und ich habe 1, 2, 3. Ja, ich war sparsam. Dafür habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Paar Gürtel. Ich habe 5 Paar Gürtel dabei. Was? Ja. Hannah, wie viele Taschen hast du? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, du hast 6. 6? Mit deiner großen Tasche. Die gilt nicht. Doch. Nein. Ja, dann hab ich nur 2. Das ist nur eine Reisetasche. Ja, mit dann einem ISL würde ich auch nur 2 holen. Ja, das hier, ich zeige euch mal kurz die Roomtour. Das ist das Bett. Hier sind dann unsere Klamotten, zumindest, also ein paar von denen, die zumindest aufgehängt werden. Ja, okay. Dann, hier geht's weiter. Hier ist Badezimmer, hier ist mein Koffer. Da hier ist Michelle. Beim Bett beziehen. Hier ist alles so mit Gold, so West Wing Style. Hier ist Michelles Area. Warum hast du Adiletten dabei? Hast du dir ein Outfit eingeplant? Boah, das fände ich cool. Ja, die View. So in so einem Hinterhof. Und eine Mini-Küche. Und das war's auch schon. That's it. Und so sieht das dann hinter den Instagram-Bildern aus. Wow. So, ich habe einen leichten Struggle mit Tasche und so Jacke muss natürlich so umgeworfen sein, sonst sieht es nicht mehr so schön aus. Hier. That's the Instagram-Lifestyle. Auf jeden Fall gehen wir, nein, auf jeden Fall werden wir jetzt noch was essen gehen. Und die beiden suchen jetzt erstmal einen Copyshop. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Und dann werden wir den Abend ausklingen und Fotos aussuchen.
wollte halt auch mal YouTube-Star werden. Da wollen wir auch Zweierbilder machen. Das ist cool, ich liebe solche. Ja. Show me, show me. Zeig mal. Do you want to see this picture? Oh ja. Yeah. Do you want to see my pretty face? Where am I? Wir sind jetzt in einem Sushi-Restaurant und haben Sushi. Sushi, wie ich das sage. Sushi. So sieht das hier aus. So, wir sitzen jetzt im Bus. Hi. Und wir checken jetzt mal so ein Skyline. Ja, wir hatten schon wir haben jetzt Ewigkeiten nicht den Bus gefunden. Das ist irgendwie leicht creepy. Ich bin alle, ich bin noch nie mit in Berlin Bus gefahren. Doch, einmal. Ich bin alle. Welchen Stock fahren wir jetzt? Keine Ahnung. Der Stockwerk war jetzt so lang. Guten Morgen. Heute ist der zweite Tag, also heute ist Montag. Und wir sind jetzt gerade beim Frühstücken. Wir haben es gerade bestellt und das Café hier haben wir auf Instagram entdeckt. Das heißt hier District Café. Und mal gucken. Soll laut Bildern ganz lecker aussehen. Ob es auch schmeckt, ist die andere Frage. So, das hier ist meine Superfood Bowl. Michelle hat auch eine Superfood Bowl. Sehr gut. Und Hannah hat ein Avocado-Brot. Unsere Outfits sind heute alle so weiß-beige. Ich habe so ein beige Pulli an und eine weiße Hose. Und Michelle hat eine beige Jacke an. Und weißes Kleid. Ich habe auch weißes Kleid, beige Schuhe und Tasche. Ja. Hä? Wieso sind wir so gleich? Girl Band. Yeah. So. Wir gehen jetzt zu unserem ersten Event for today, for the week. This is my outfit. This is Hannah's outfit. Okay. Hä, wieso? Nee. Yay, habe ich gesagt. Also, habe ich schon gewundert. Und jetzt sind wir mal gespannt, was uns so erwartet. Wohin müssen wir? Wir müssen geradeaus. Ja. Wir werden sehen. Die Hannah wird jetzt geschminkt. Wir sind hier bei Style Ranking. So sieht das hier aus. Und oh, voll schön. Wow. Ich seh's nicht, aber danke. Doch, schöne Highlighter hast du. Und die Michelle kriegt hier schon die Haare schön. Richtig pretty. War halt die halbe Theke leer. Ja. Ich habe gerade ein Avocado Limetten-Eis bekommen. Und wie crazy ist das bitte? Wie findest du das? Sorry. Also Avocado schmeckt mir nicht. Nicht? Ich schmecke eigentlich nur wie Limetten so wie. Magst du generell kein Avocado? Ich mag Avocado. Ach so. Also nicht, dass es nicht mir schmeckt. Also mir nicht. Ach so, Mann schmeckt das nicht. Ich dachte, was? Ich finde, es ist so Avocado-Aroma. Ja, minimal. So, wir sind jetzt kurz zurückgekommen in die Wohnung. Was heißt kurz? Also wir bleiben jetzt auch mal erstmal hier. Und ja, davor waren wir eben auf dem Style-Ranking-Event. Ich habe gerade einen Lippenstift aufgetragen. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Hose von Hannah an. Hm. Ist die nicht nice? Ich denke, die ganze Zeit ist ein Mülleimer. ja, und jetzt machen wir ein paar Fotos. Die Hannah hat sich ein Kleid von Michelle. Wir haben heute Outfit-Swap. Eigentlich fehlt die Michelle ist nämlich gerade noch auf einem Event. Und wir warten hier auf sie. Währenddessen benutzen wir ihre Klamotten. Nein, Spaß. Hannah nimmt ihr Kleid. Ich habe nachgefragt. Und ich die Hose. Ich bin mit. Ja, stimmt. Du so schick und ich crazy. Hi, I'm from the ghetto.
Ich hole mir jetzt noch einen passenden Liquid Lipstick, dass ich auch hier Kylie Jenner verkörpern kann. Und dann geht's los. Hast du Schlüssel? Jo. Sicher? Jo. Look at these Stufen. Die sind mega steil hier. Ich habe mal in München in so mega einem Altbau gewohnt. Und ich dachte immer, da wären die Stufen richtig krass schief und eng und alles Mögliche. Aber die hier sind zwar alle vom Abstand gleich, aber so mega schwer zu gehen irgendwie. Man muss sich richtig konzentrieren. Richtiges Cardio. Guten Morgen! Wir haben uns gerade fertig gemacht und gehen jetzt zum Brunchen. Wir sind nämlich eingeladen. Und wir frühstücken. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Ha, gut, dass da mein Handy liegt. Hatte ich fast vergessen. Halb neun. Halb neun. Soll die Busse von der Sophia ausrichten? Von welcher Sophia? Sophiechen. Oh! Danke! Wieso hat sie dir geschrieben? Sie hat mir geschrieben, auf die Story geantwortet. Du hast da voll mit der Schatz. Hier sind wir bei der Frühstückslocation. So eine coole Location einfach. Ich muss leider reden, weil wir alle am Filmen sind. Und, hier ist und ich brauch nicht mal mehr reden. Weil genau. Du erzählst hier. Ja, hier gibt es auf jeden Fall eine sehr große Auswahl. So sieht das hier aus. Richtig schön. Ja, wir sind jetzt hier beim Haubentaucher in Berlin. Ich kann euch gleich mal so ein bisschen die Location zeigen. Und dort haben wir gebruncht und es gab richtig leckeres Frühstück. Ja, ich muss jetzt gleich wieder los, weil ich den Instagram-Account von einer Designerin übernehme oder von einem Designer. Und dafür muss ich schon ein bisschen früher da sein, weil ich auch Backstage ein bisschen filmen darf. Und da bin ich schon gespannt. Und ja, danach sehe ich wieder Hannah und Michelle und dann geht's weiter. Ja, ich freue mich. Hier kann man sich die Haare machen lassen. Die Hannah kriegt jetzt glatte Haare. Ich habe mir heute Morgen schon die Haare geglättet. Deswegen brauche ich das nicht mehr. Die Michelle, die chillt ihr Leben. Und ich filme jetzt mal die Location. Hallo, hallo, Schnellschauer. So, ich habe jetzt Hannah und Michelle allein gelassen auf dem Event und bin auf dem Weg zur Show und werde sehen, wie es da so aussieht. Ich bin gespannt, ob ich auch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann, wie zum Beispiel die Models oder so fertig gemacht werden. Und dann später treffen wir uns wieder. Das ist übrigens mein Outfit. Ich habe so einen Rock an, den habe ich schon vor lange. Der ist von H&M. Und meine Bluse, die ist von Zara. Und meine Schuhe sind auch von Zara. So, ich zeige euch mal, wie das jetzt hier so aussieht. Gesehen. Ich habe nämlich zwei Handys gehabt und musste bei beiden filmen. Das eine Handy hat sich die ganze Zeit aufgehangen und das andere Handy hat die ganze Zeit Push-Nachrichtigungen bekommen, die ich nicht ausschalten konnte. Das war irgendwie so, oh mein Gott, das war irgendwie viel zu stressig und ja, wahrscheinlich habt ihr es ja dann eh schon bei mir auf Instagram gesehen. Ja, mal gucken, wie lange wir jetzt hier noch verweilen. Aber wir sind auch gerade erst gekommen.
kommen, aber ja, Hannah und mir tun die Füße weh. Ja. Und wir haben so viele Tüten und Zeug. Deswegen wäre es eigentlich echt mal ganz cool, in die Wohnung zu fahren und die Sachen abzulegen und dann mal auf Restart zu drücken und mal umziehen. Und dann auf die nächsten Events zu gehen. Es ist 14 Uhr. Und mir kommt es so krass immer so vor, als wäre es schon 18 Uhr, weil man so viel macht. Also es passiert so viel heute Morgen. Also keine Ahnung, man ist so unter Druck quasi, um alles irgendwie zu schaffen. Und ja, das Berliner U-Bahn-Netz ist jetzt auch nicht so mega einfach. Und mit Google Maps ist aber alles zu schaffen. Wir waren jetzt gerade auf diesem Event hier. Und ich habe Kopfschmerzen bekommen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zur U-Bahn. Wir werden uns kurz in der Wohnung umziehen. Gut, mir kommen 100 Millionen Menschen entgegen. Wir haben auch gerade so noch so einen Vortrag von Naked gehört. Er war sehr interessant. Die Dame, die das geleitet hat, sie war so schön. Ja. She was so pretty. Sie hatte bestimmt auch ein Naked-Kleid, das war auch voll Anja. Schön. Das war nicht Anja. Anja ist die, mit der ich immer maile. Sie hieß Ivana. Oh, Ivana. We love you. Wir haben uns jetzt umgezogen und gehen jetzt zu einer Art Messe. Und ja. Oh Mann, ich sehe so richtig bleich aus im Gegensatz zu Hannah zumindest. Ey, ich wollte gerade sagen, ich bin glaube ich. So, wir sind jetzt auf einer Messe, die ist so riesig. Das hier ist übrigens nur eine Halle von 10. Dieses Ding hat keinen Anfang, kein Ende. Und wir suchen jetzt Naked, weil wir ja, mit denen ein kleines Fläuschchen halten. Ich bin gerade am Stand vorbeigelaufen. Da kann man einfach mal sich ein Tattoo stechen lassen. Egal was für eins. Weiß ich nicht. Ihr seid weitergelaufen, ich konnte nicht weiter gucken. Wir sind jetzt in einem Restaurant und essen schnell Abend, weil wir dann wieder zu einer Show fahren müssen. Ich habe übrigens meine Ohren rausgeholt, die haben so weh getan, das war nicht mehr normal. Das war die ganze Zeit so ein Wind und dann, ja. Das hier ist mein Essen. Ich freue mich schon sehr drauf. Das ist so ein Oktopussalat. Und ja,